Herzlich willkommen bei Feuerwilli, das bin ich. Ich bin heute bei einer Weiterbildungsmaßnahme Schlauchmanagement von der Firma Eschbach. Okay, ja. Aber wir sind jetzt hier die Schlauchpakete durchgegangen. Mit dem Ausziehen, das ist jetzt zweimal, das ist jetzt wirklich zweimal. Also wie gesagt, wir können ja hier mal kurz schauen. Es gibt so ein paar verschiedene Variationen, wie man Schlauchpakete binden kann. Ne? Hier ist dieser Reno-Schlauch, den kennt ihr ja auch schon von mir. Und da ist ja hier das Hochschallrohr eingebunden. In dem Fall jetzt ohne Griff. Ne? Liegt natürlich schön kompakt drin. Und ja, das ist eine Variante, die kennt ihr, die klassische kennt ihr von mir auch. Und einmal hier eine andere Variante, wie man das so in eine Art Tasche auch einschlagen kann, ne? Und wo dann hier auch richtig mit Absperreinrichtung, Absperrorgan da das geschaltet wird. Ne? Also muss ich sagen, finde ich gut. Also eine tolle Variation. Oder das Schlauchpaket auch ganz normal im Schlauchtragekorb verlastet. Genau. Ne? Man sieht schon, jetzt wird hier gleich ein Angriff vorbereitet. Wir gehen wieder in den Raum rein und dann werden wir mal sehen, wie sich das mit diesen Loops verhält. Das kriege ich ja mal von dir. Was? Ne? Also auch genau dieses Umdenken auch mit Schlauchqualitäten, ne? Verschiedene Leistungsstufen. Auch zum Beispiel bei B wurde das angesprochen, dass die BF zum Beispiel auch diese Außengummierten auch nutzt in B, weil sie halt erkannt haben, dass die normalen, nicht so stabilen Schläuche, um es mal einfach zu nennen, ne, hat ja mit Abriebfestigkeit zu tun und Dekontamination, Kontaminationsverschleppung, ne, dass da dann halt ein Umdenken schon bei den BFs stattgefunden hat oder die dabei sind, sich alle umzustrukturieren, und total interessant. Also wie gesagt, befasst euch immer damit, und auch gerade mit den Außengummierten ist jedenfalls die Zukunft oder aktuell schon am Laufen. Und Alex? Jetzt geht's los. Schwer? Ja, ach, normal, ne? Bisschen schwerer als, sag ich mal, die Gewebeschläuche, ne? Aber sag ich mal, Qualität hat auch sein Gewicht. Ne? Ja, so ist das bei mir auch. Nee, okay, also du machst es in Angriffstrupp. Ja, genau. Martin und ich, wir gehen jetzt gleich vor, machen Angriffstrupp, werden uns langsam entwickeln Richtung Brandraum, werden dort die Loops bzw. das Paket entfalten. Vielleicht stellen wir uns die Loops schon mal irgendwie an die Wand auf, dass wir schneller oder einfacher vorgehen können. Schauen wir mal. Alles klar, viel Spaß. Wir Azubis, sag ich mal, wir gehen jetzt alle hoch, gucken uns das mal an, wie die Großen das für uns vormachen. Alex? Ja, hier. Aber jeder weiß, wenn die ein paar Mal im Fuß gelegen haben, ist das nicht lange. Man sieht es bei den ersten. Auch, es wird auch ganz klar gesagt, das Schlauchpaket auf niemals auf die PA-Geräte legen. Ne? Also nie hin rüber legen. Da würde man jetzt hier auch die schmalen Gänge gar nicht hochkommen. Ne? Aufmachen, dosieren und dann dabei bei der Entwicklung helfen. So lernen wir es eigentlich auch. Also auch hier sieht man natürlich die Druckstöße, ne? Ja. Und genau das ist das Risiko. Also die Botschaft ist jetzt, dass man das Schlauchpaket etwas schräg an die Wand stellt, nicht zu senkrecht, weil es dann halt umkippen kann. Ne? Und im Treppenhaus ist halt echt Stolperfalle. Ne? Also das wird man wahrscheinlich noch rausziehen können, aber... Und das ist halt gerade das Thema. Schlauchpaket ja, aber natürlich auch richtig dann. Ne? Ist natürlich, wir betreiben hier auch einen Erfahrungsaustausch, und jetzt kam auch die Variante, dass man wohl das Schlauchpaket an der Wand festhalten kann und dann unter Druck setzen kann. Vorsichtig. Also geht auch. Ne? Gut, man müsste jetzt dann unten noch rausziehen, auf einen 45 Grad Winkel möglichst an der Wand stellen, aber ist auch eine schöne Variante. Also man lernt ja nicht aus. Ne? Ich glaube, es ging gerade in beide Richtungen. Super. Okay, so, hier nochmal das Maß, wenn man Schlauchpaket selber macht. Willi wird mal ganz kurz mal abschreiten, und zwar mit seinen genormten Nicht-Feuerwehrschuhen.
Eins, zwei, drei, vier, fünf. Jawohl. Okay. Und weiter geht's, ne? Weiter geht's. Also du machst jetzt hier den Ausbilder, du bist ja Hauptprofi bei der Berufsfeuerwehr. Ja, genau, seit gut 22 Jahren jetzt. Und das machst du in Göttingen. Und das machst du hier so die Ausbildung, machst du nebenbei so ein bisschen zu Just. Genau, das hat sich so über die letzten Jahre so entwickelt mit der Firma Eschbach zusammen. Meine Kollegen Alexander Meyer und Martin Kretzjörer unterstützen mich dabei. Und ich möchte sagen, wir haben jetzt über die letzten Jahre sehr viel Erfahrung sammeln können, auch eigene Erfahrung durch eigene Einsätze und Ausbildungstätigkeiten bei uns im Bereich Schlauchmanagement. Und Tipps und Tricks wollen wir hier weitergeben, ja, schön. Die einen dann wirklich mal weiterbringen können. Cool. Und du machst ja noch nebenbei sportmäßig, das interessiert mich jetzt nochmal. Ja, sowas, weil Feuerwehr ist vielseitig, ne? Das beweist du jetzt ja gerade, aber du bist ja so Weltmeister, ist das ja, richtig? Ja, ja. Also ich bin zweifacher Weltmeister, Europameister. Nein, das ist quasi echt mein privates zusätzliches Ding, meine große Leidenschaft, ich würde schon sagen fast Passion, weil ich mache es auch schon seit 18 Jahren, sehr intensiv. Es macht riesig Spaß, ich investiere viel Zeit, habe meine Familie dabei, viele Erlebnisse mit vielen Feuerwehrleuten, weltweit Verknüpfungen hergestellt, also toll. Kann ich nur von Viel stark. Also schön zu wissen. Also das heißt, ich werde auch mal bei dir vorbeischauen auf der Internetseite, Facebook bist du wahrscheinlich auch, ne? Ja, Facebook. Das heißt, ich gebe dir einfach hier, was war es nochmal? Posanz. Posanz, Joachim Posanz oder TFAX Cross, das ist mein eigenes Branding. Ich habe ein eigenes Workout. Dazu, Willi, möchte ich dich ganz herzlich einladen. Also, selbst das eigene Teilnehmer erlebe es aktiv. Das ist für alle Leistungsniveaus, hauptsächlich für Feuerwehrleute gedacht, aber auch der Freizeitsportler kann daran teilnehmen. Es ist ein Ganzkörper-Workout, dauert ungefähr 45 Minuten mit ausschließlich Feuerwehr-Equipment. Das heißt, man lernt auch wirklich für den Einsatz, so wie es in meinem zukünftigen Werk sein wird, fit for fire. Okay, ja. Gucke ich mir an. Ja. Danke. Gucke ich mal vorbei. Ja, ich bin gespannt auf der Rückfahrt nach Hause, will ich schon anfangen, während der Fahrt zu gucken, während Marvin, der Kameramann, das Auto fährt. Ja. Nee, okay, sehr schön. Also ja, super interessant. Schönen Dank für die tollen Tipps. Also, du hast ja wirklich aus dem Nähkästchen geplaudert hier heute. Oder sehr ihr. Gern. Total super. Also, schön, macht freut Spaß. Mich. Und das ist und wir haben auch einiges mitnehmen können. Das ist das Tolle an diesem. Es ist ja auch ein Workshop. Den Schlauchtrakord bekomme ich immer wieder. Also mitnehmen im Sinne von neuen Ideen und Anregungen. Ja. Du warst live dabei. Und das werden wir für uns umsetzen und vielleicht im nächsten Workshop wieder mit anbringen und das wieder weitergeben. Sehr also schön. Wir entwickeln uns. Alle. Ja, super. Schön. Joachim, klasse. Danke. Lass dir mal einen Daumen da. Finde ich super. Ja, aber jetzt war erst gemeint, ne? Ja, mach ich. Joachim, hier geht's schon wieder los.